Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute spielen wir mal eine Runde Bad Wars auf 80x1 Volt auf neoswest.net. Alle joint, danke sehr. So, heute geht es um das Thema Komasaufen bei Jugendlichen. Und ich fange direkt an, ich möchte gar nicht so viel Zeit schnoxen. Und zwar ist es ja so, dass auf Weihnachtsmärkten, vor allem diese Jahreszeit, sehr, sehr viel gesoffen wird. Natürlich auch nicht nur bei legalen Sachen wird da hingegriffen, sondern auch natürlich zu harten Alkohol von Minderjährigen. Zum Beispiel in unserem Fall nehmen wir mal ein paar aus unserer Klasse. Diese haben, Wody und so getrunken. Ne, Wodka, ihr wisst Bescheid. Und das ist eben nicht so eine geile Sache, weil ich finde schon, man kann was trinken, es ist okay, auch wenn man es nicht darf. Habe ich eigentlich wirklich nichts dagegen. Aber so, sich zu besaufen, nur um sich zu besaufen, wisst ihr, was ich meine? So aus dem Prinzip einfach finde ich so scheiße dämlich. Ich meine, es ist ja nicht umsonst ab 18, ne? Und ich meine, so ein bisschen Gefahr ist da ja immer dabei und die Leute beachten das nicht. Und denken sich dann, ach ja, wird schon schief gehen, ne? Dann besaufen die sich, kriegen Anschiss und das ist eigentlich so die heutige Jugend in der Nutshell. So in der Nussschale. Das ergibt auch gar keinen Sinn im Deutschen, glaube ich, egal. Auf jeden Fall finde ich das gar nicht geil. Und Leute, wenn ihr sowas macht, ich meine, okay, ist ja schon eure Entscheidung, ich möchte euch nicht beeinflussen. Apropos beeinflussen, danke für die Resonanz auf meinem letzten Video wegen des Vegetarismus. Denn da habe ich auch anscheinend viele Leute ein bisschen beeinflussen können und sagen können, und die haben dann auch so gesagt, ja, vollständig, wegen dir mache ich das und das jetzt, oder wegen dir habe ich mal drüber nachgedacht, finde ich auf jeden Fall schön, das ist ja auch das Ziel meines Videos gewesen, beziehungsweise ich finde, mit meiner Reichweite kann man auch schon mal ein paar Dinge ändern, so, auch wenn es nur 7k sind, man kann da schon ein bisschen was verändern. So, back zum Thema, auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr, unverantwortlich, wenn man einfach so sich besäuft auf dem Weihnachtsmarkt. Ich meine, man soll ja auch irgendwann zu Hause sein, außer man ist über 18, dann juckt es ja eh nicht, dann interessiert euch das Thema hier eh nicht, was ich meine. Und die Leute heutzutage besaufen sich am Weihnachtsmarkt oder generell saufen und saufen und saufen. Ich finde das so krank. Ich meine, okay, ich bin jetzt fast 16 in 2 Monaten im Februar und okay, da kann man schon mal ein Bierchen trinken, aber warum auch immer da jetzt mal Nick kennt, keine Ahnung. Aber dass dann Leute sich wirklich mit Wodka voll dröhnen, das feiere ich null. Also ich verstehe auch nicht warum, ich weiß nicht, was das bringen soll. Sehen wir es mal so, das kann der Leber extrem schaden, beziehungsweise generell dem Körper. Man kann daran sterben, weil man es einfach nicht erträgt. Ich meine, es gibt ja bestimmt auch Leute, die sterben an zu hohem Alkoholkonsum, in meinem Alter schon. Gab bestimmt schon viele. Und ja, das steigt wahrscheinlich auch von Jahr zu Jahr. Jetzt mir wurde zum Beispiel auch was angeboten zu trinken. Ich hätte ja gesagt, aber die hatten nichts mehr. Ich meine, ich sag jetzt auch nicht, ich würde nie Alkohol trinken, weil ich würde schon mal gern was, ein bisschen was trinken, bevor ich es auch schon darf, weil es einfach jeder macht so ein bisschen. Ich meine, es ist ja auch ab einem gewissen Grad noch in Ordnung so, also bis zu einem gewissen Grad. Und das ist noch alles schön und gut. Ich meine, okay, so ein Bier, ne, da bist du nach zwei, drei Flaschen durchschnittlich betrunken. Bedeutet, so, wenn du Wodka trinkst, bist du schon nach 2 Gläsern oder ja, schon so 2 Gläsern ungemischt oder schon nach einem Glas schon, das haut ziemlich heftig rein. Wobei man ja auch sagen muss, Alkohol ist ja auch so gesehen eine Droge, ja. Ja, also es kann vielleicht auch schon süchtig machen, ich weiß nicht, ob das in meinem Alter schon oder in unserem Alter schon geht, im jugendlichen Alter. Aber ich würde es gar nicht mal so bezweifeln heutzutage. Da sieht man ja alles in den Nachrichten und so weiter. Und ja, die heutige Moral des Videos möchte ich einfach euch mitgeben, und zwar: Sauft einfach nicht zu heftig. Wenn ihr schon sauft, bevor ihr es dürft, dann übertreibt bitte nicht. Weil das ist so eine Sache, da gibt es auch wirklich Grenzen. Es gibt bei vielen Sachen, sollte man die Grenzen überschreiten, aber beim Saufen sollte man sie echt nicht überschreiten. Vor allem nicht, wenn man ja noch so jung ist. Ich meine, es gibt ja viele 13-Jährige oder 12-Jährige unter euch. Laut meiner Statistiken sind zwar 65-Jährige, irgendwie so 6% oder so, oder 4%, ich blende es euch mal eben ein, aber dann liegt es auch daran, dass die Leute einfach ihr Alter nicht richtig angeben. Natürlich habe ich eher jüngere Zuschauer, ist ja aber natürlich normal bei der Szene, wo ich hier drin bin auch. So, wir haben eben sein Bett abgebaut. Übrigens, das hier ist das Kicking Condor 25k, Pack, bevor Leute fragen. Ich schreibe übrigens auch jedes Pack in die Videobeschreibung. Also von daher ist alles Chill Mido. Und da haben wir das Combat gesetzt. Und der Typ hat sich gesucht, ist halt alles klar. Beziehungsweise, wenn ihr es überhaupt wollt, es gibt ja natürlich auch ein paar Zuschauer von euch, die wollen bestimmt gar keinen Alkohol trinken. Skyboss. So. Nein! Leute, was ich euch auf jeden Fall mit diesem Video mitgeben wollte, ist einfach, dass ihr beachtet. Lol. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben wollte, ist, dass ihr einfach beachtet, was ihr trinkt, wann ihr trinkt, ob ihr trinkt. Einfach mal ein bisschen drauf achten, denn sowas kann schnell in die Hose gehen. Es können viele schlimme Sachen passieren, da muss ich euch aber des Weiteren, glaube ich, nicht aufklären.
Und sonst würde ich was sagen. Hä? Ja, moin. Da ist erstmal meine EP kaputt gegangen. EP. EP, EP, EP. Perfekt. Gut, Leute. Da müssen wir eben nochmal schauen. Dieser bei WLAN ist ganz gut in Skywars, glaube ich. Also, den kenne ich irgendwo her. Ich weiß auch nicht woher. Aber ich kenne ihn. So, mal eben schnell Brücken, ne? Die schnelle Brücke, du. So, nochmal schnell Brücken. Und ab in die Mitte. Zack, zack. So, mein Freund. Du bist tot. Du bist sowas von tot hier. Willst du gar nicht wissen. War's auch mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, du hast natürlich ein Like da. Und ich sage, ich sehe mich beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Findet ihr das übliche zu viel trinken? Bla bla bla. Schreibt mir in die Kommentare und ciao. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger through the metropolis.